Hier eine Warnung. Es ist möglich, dass in dieser Folge der Eindruck entstehen könnte, Molenbergs heile Welt werde durch Produktplatzierungen finanziert. Wir werden diesem Eindruck entschieden entgegenwirken, indem wir das Produkt namentlich unkenntlich machen. Der Originalname ist der Redaktion bekannt. Doch Rettung naht. Bringen wir Ordnung in unsere neuronalen Chaostage. Hier ist Molenbergs heile Welt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, vor ein paar Tagen erhielt ich eine Einladung zu einem virtuellen Expertengespräch zu Eventrekordern. Ereignisse aufzeichnen finde ich prima. Mit Eventrekordern werden aber nicht der erste Schultag. Bin ich nicht süß? Der Urlaub auf Korsika, viel Rauch, wenig Sonne. Oder der Junggesellenabschied in der Düsseldorfer Altstadt. Ach Gott, wie peinlich. Für die Nachwelt festgehalten? Nein, implantierbare Ereignisrekorder sind seit Jahren eine bewährte und unverzichtbare Diagnosemethode für Patienten mit phasenweise auftretenden vermuteten Herzrhythmusstörungen. Dieser Satz ist nicht von mir, sondern aus der Einladung vom Hersteller, der Eventrekorder. Noch im Jahr 2014 berichtete das Ärzteblatt euphorisch über den Einsatz von Eventrekordern. Zitat: Bei rund 30% aller Schlaganfälle ist mit den üblichen diagnostischen Mitteln keine eindeutige Ursache auszumachen. In diesem Fall spricht man von etiologisch ungeklärtem oder kryptogenem Schlaganfall. Mit einem Eventrekorder, subkutan unter der Haut platziert, kann man 3 Jahre lang alle möglichen Ereignisse aufzeichnen. Ja, da freut man sich doch, dass da so ein Gerät das kann. Es muss halt nur unter die Haut operiert werden und läuft dann eben so mit. Nun empfiehlt aber die Deutsche Herzstiftung schon seit längerem zur Detektion von Rhythmus-Events die Apfeluhr. Ja, ja, die Apfeluhr, die kann das auch. Und die muss nicht unter die Haut transplantiert werden. Die Apfeluhr kann alles. Sie kann sogar ein Einkanal-EKG schreiben und auswerten und ist teuer, aber deutlich billiger als ein Eventrekorder. Sie navigiert dich durchs Leben und zeigt dir, wo die nächste Karaoke-Bar ist. Das ist nicht nur bei Junggesellenabschieden von Bedeutung. Sie misst deine Schritte und gibt dir Tipps für mehr Bewegung. Ja, sie ordnet deine Schritte auch ein und diagnostiziert Parkinson oder Trunkenheit, je nach Schrittmuster. Und sie kann dir sogar zeigen, wie viel Uhr es ist. Dafür musst du einfach nur drauf gucken. Wahnsinn! Kann der Eventrekorder nicht? Zur Elektroschockabgabe bei Asystolie ist die Apfeluhr nicht geeignet. Dafür müsste man sie unter die Haut transplantieren. Nur dann kannst du die Uhr nicht mehr sehen. Aber die Apfeluhr hat auch eine Sprachfunktion. Es ist 9 Uhr 13 Minuten und 30 Sekunden. Es ist 9 Uhr 13 Minuten und 31 Sekunden. Ja. 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 Ja.